Willkommen zurück bei Wolf bei der PE. Immer noch hier am Level. Ich habe gerade mal einen Kampf gemacht, weil ich wollte eigentlich Brundildo, soweit es geht, an das neue Level ranbringen, ohne halt das Level abkommen zu lassen, um euch ein bisschen Zeit zu ersparen. Wie sich herausgestellt hat, braucht das Vieh aber 2500 Erfahrungen noch. Und deswegen habe ich nach einem Kampf gegen Bisasam aufgehört. Entschuldigt, ich bin gerade auf die Tempotaste gekommen. Ja, offscreen mache ich das mit der Tempotaste nämlich. Weil sowas hier, das dauert ja ewig. Ihr seht, ja, ihr könnt mir ja schreiben, ob ich das offscreen noch ein bisschen leveln soll. Ich habe euch ja versprochen, nächster Part ist auf jeden Fall die Sylph Code dran. Ich lasse euch bloß entscheiden, ob ich davor nochmal ein bisschen offscreen trainieren soll oder nicht. Schreiben die meisten wieder, ja, das lassen wir dich entscheiden. Nein, ich frage euch nach eurer Meinung. Wie ist es euch lieber? Ist doch dein Let's Play. Ja, danke, ihr seid meine Zuschauer. Man versucht es ja auch ein bisschen den Zuschauern recht zu machen und nicht nur dem, der spielt. Vergiftet, immer sehr schön. Ich weiß gar nicht, was ich hier so alles reden soll. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde zusammen, dann ist für heute Schluss mit dem Aufnehmen. Dann mache ich Tonbearbeitung. Entschuldigung, wenn ich ein bisschen verschnupft bin. Meine Nase juckt so heute schon den ganzen Tag. Keine Ahnung, woran das liegt. Und ich will ja noch ein bisschen Ton bearbeiten. Ja, habe ich eben schon gesagt, ich bearbeite den Ton dann noch. Schneid da so die... Wenn ich so... Ja, das habt ihr jetzt wahrscheinlich nicht gehört, weil ich es rausgeschnitten habe. Wenn doch, tut's mir leid. Wenn ich da irgendwie so stark einatme oder die Luft so scharf zwischen den Zähnen, den Lippen, wie auch immer, einatme, dass man das hört, dann schneide ich das immer raus. Will ich nämlich nicht, dass ihr euch das anhören müsst. Das ist immer ein großer Akt der Arbeit und dann kann ich das Ganze morgen nämlich hochladen, während ich mir da den Zettel wegen der Schule, das habe ich ja ins Belangi schon mal erzählt, dass ich den Zettel wegen... dass ich alle Bücher abgegeben habe, hier irgendwo mal hingelegt habe, in der Hoffnung, da finde ich ihn sicher wieder. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Und ja, jetzt muss ich halt zusehen, dass ich den komischen Zettel nochmal habe, damit ich alle Bücher abgegeben habe, einen Beweis dafür habe, dass ich alle Bücher abgegeben habe und dann am letzten Tag mein Zeugnis, also am Abschlussball mein Zeugnis erhalte. Ich freue mich drauf. Meine Freundin kommt, zieht sich was Schickes an, ich ziehe mir auch was halbwegs Schickes an. Ich habe gar nichts wirklich Schickes, ich habe auch keinen Anzug, muss ich ganz ehrlich sagen. Du machst Abitur und hast keinen Anzug? Nein, ich habe wirklich keinen. Klingt doof, ist aber so. Porygon, ich hasse dich, ich tausche jetzt direkt. Das ist mir zu blöd mit Porygon. Kann Mutti noch ein bisschen Geld mitmachen, damit wir uns hier... Das war nicht Mutti, aber ist auch okay. Macht Spikes halt fertig. Hydropumpe am besten, dann ist das Vieh weg. Gleich weg mit dem Vieh, ich will es nie wieder sehen. Naja, 200 Erfahrung ist nicht gerade schön. Jetzt müssen wir 10 solche Viecher töten für ein Level up. Von denen müssen wir noch mehr töten, dann müssen wir 20 töten. Minimum müssten wir jetzt wahrscheinlich, naja, jetzt nicht mehr, aber fast 20 von den Viechern töten. Die sind zwar nicht so, nicht sonderlich stark jetzt, aber sie machen trotzdem Arbeit, weil man sie halt in Hülle und Fülle töten muss. Und 182 Erfahrung ist nicht viel. Ich hasse Porygon. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich hasse das Vieh so abgrundtief. Da ist Mutti. Und ich mache das auch nur, weil wir damit durch das Geld ein bisschen was haben, mit dem wir uns dann wieder heilen können. Wisst ihr was? Nein. Nein. Einfach nein. Das war die gleiche Animation am Anfang, aber ist ja wurscht. Das Vieh wird umgesurft. Ich sehe auch nicht ein, dass ich da was für verschwenden soll. Deswegen renne ich gerade ins Pokémon Center zurück. Oder besser gesagt, fahre. Tut mir leid, es ist langweilig. Ja, ich entschuldige mich viel zu oft.
Ja, das ist jetzt mal eine ruhige Passage, während wir da hinfahren. Na, ich hab sowas von keine Lust. Muss eigentlich dann, ja, spätestens morgen nochmal Blumen gießen, hier in der ganzen Wohnung. Wir haben jetzt fast 5. In einer Stunde muss ich dann wieder meine Katze versorgen. Meine Katze hat nämlich leider, leider Diabetes. Und ja, ist schon eine uralte Katze. Und da muss ich dann halt jeden Abend das Insulin geben. Muss ich auch jeden Morgen, deswegen muss ich ja um 6 Uhr aufstehen, ist ja das Schlimme. Ja, das macht mir überhaupt keinen Spaß, sage ich euch. Aber was soll's? Ich muss es jetzt noch 2 Wochen mal, also anderthalb jetzt noch. Und dann habe ich wieder meine Ruhe. Genau bis zu meinem Abschlussball. Dann ist es fertig. Dann muss ich mich nie mehr darum kümmern, weil ich dann bald ausziehe. September, wisst ihr ja schon. Ich flüster schon wieder. Ich möchte ja eigentlich lauter reden. Ich rede ja viel zu leise. Also beziehungsweise ihr hört ja nicht, wenn ich leise rede. Bei mir ist es so. Ich gleiche das alles immer an die gleiche Lautstärke an. Aber es hört sich für euch unterschiedlich an, weil wenn ich leise rede und hab dann mal irgendwie so ein lautes Puh jetzt drin, dann ist das die Spitzenamplitude, die ich nachher hab. Und die hat dann den Richtwert. Also der höchste Wert, den ich hab, ist dann dieses Puh. Und wenn ich alles jetzt monoton in einer Tonlage reden würde und in einer Lautstärke, dann wäre halt alles so laut wie das Fu sonst. Und das ist halt der Unterschied. Das wechselt halt. Der lauteste Ton gibt halt an, wie laut der Rest im Vergleich zu dem ist. Oh, das Vieh nervt. Das ganze Training nervt, aber es muss ja sein. Leider, weil dieses doofe Maschok mit seinem blöden Hornbohrer, wo immer es sein Horn versteckt hat, wahrscheinlich unter seinem knappen Höschen, das das Vieh trägt, hat uns ja leider unser Dexter gekostet vor einigen Parts. Wer nicht reingeschaut hat, hat es jetzt nochmal erfahren. Und dann haben wir es jetzt endlich auf Level 31, unser gutes, nettes Brunnen-Dildo. Wird Zeit, dass wir hier mal alles zurechtrücken. Setz ich mich hin, mach mir irgendwas zu essen und bearbeite den Thron. Ich kann mir eigentlich nichts zu essen machen, weil ich habe nicht so viel gekauft vor ein paar Tagen. Gestern, glaube ich. Ja, gestern. Habe ich mir nicht so viel gekauft. Ich habe eigentlich gedacht, das hält länger. Aber ich habe nicht daran gedacht, dass ich zweimal pro Tag was esse. Demnach hält es halt nur halb so lange. Das heißt, am Wochenende brauche ich dann schon wieder die nächste Mahlzeit. Also muss ich das nächste Mal einkaufen gehen, weil ich nicht genug gekauft habe. Ja, was soll's. Muss ich durch. Entweder ich mache da einen Großeinkauf oder. Ja, ich weiß noch nicht. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das mache oder ob ich mir da irgendwas. Sowas. Ja, vielleicht esse ich ja auch nachher nur ein Toastbrot, dann hält es länger. Wenn ich Toastbrot. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Wenn ich mir irgendwas auf ein Toastbrot schmiere, dann habe ich länger Ruhe. Ich finde es gut, dass die Viecher hier wenigstens anständig vergiftet werden, also in einer anständigen Menge. Es hilft mir schon ein bisschen beim Schaden austeilen. Und auch wenn Brundildo jetzt kein Erdbeben mehr drauf hat, was ja eigentlich eine super Attacke war, es tut mir immer noch leid, ist es ja trotzdem mit seiner Typkombination außer gegen Pflanzenattacken richtig gut. Und vielleicht ist es ja dann doch noch ein Pokémon, das uns bis zum Ende begleiten wird. Ich hoffe es ja. Ich hoffe, dass wir nicht mehr zu viele Verluste haben. Wir sind jetzt mit relativ wenigen Verlusten durchgekommen. Es wird garantiert nicht in jeder Nuzlocke so bleiben. Ah, schon wieder Magneton. Das A hat zwar nicht zum Magneton gehört, aber egal. Ich bin auch so verdammt müde durch das heute Morgen, was ich vor ein paar Parts erzählt habe. Ja, es ist ja immer noch dieselbe Session. Ah, Katze heute Morgen. Ja, ich um 6 aufgestanden, Katze versorgt, wieder hingelegt, halbe Stunde später Katze am Mauen, also Miauen. Ich wieder wach. Ich könnte so gerade nochmal eine Runde pennen, aber dann stehe ich morgen um 6 Uhr auf und
krieg gar nichts auf die Reihe. Es ging mir heute Morgen ja schon. Ich bin da hingelaufen, was? Katze? Was für eine Katze? Naja, so schlimm war es noch nicht, aber nah dran. Ich war wirklich hundemüde. Ich bin froh, dass es dann alles relativ schnell vonstatten ging heute Morgen. War ich froh, bis die Katze dann angefangen hat. Die hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, das ging jetzt zu schnell. Nee. Du willst schlafen? Heute nicht. Wenn du hier nicht genug Zeit verbringst, damit mich hier zu versorgen, damit du nicht schnell genug ins Bett wieder kannst, dann sorge ich dafür, dass du halt auf eine andere Weise nicht mehr schlafen darfst. Ja, so denkt meine Katze. Glaube ich manchmal echt. An sich ganz lieb, aber ich glaube, darin schläft, so schlummert ein teuflisches Genie. So, ich riskiere es jetzt einfach mal, da noch einen Angriff drauf zu setzen. Abrundildo, du bist doch doof. Ja, noch ein Angriff überlebt es leider nicht. Deswegen muss ich schon wieder mit dem Hypertrank, mit dem Supertrank rein. Also kriegen wir immerhin Platz im Inventar. Ist ja auch vom Vorteil. Ich frage mich bloß dann für die zukünftigen Nuzlocks, wenn ich hier alles auf Complete Randomize gestellt habe, ob wir dann an Bärenbüchen Büschen teilweise Hyperbälle oder sowas finden. Wäre auch cool. Die wachsen auch nicht auf Bäumen, die wachsen auf Bäumen. Jugong. Ja, tut mir leid, das Gähnen. Ich bin eben etwas müde. Ihr hört das nicht, weil ich schneide das wahrscheinlich raus, aber trotzdem. Ich gähne auch nicht lautstark. Aber ihr kriegt das Atmen wahrscheinlich damit. Das ist ja eh das Schlimmste, wenn Leute in irgendwas, in so Naturfunktionen, sag ich mal, legen Leute immer viel zu viel Stimme rein. Das mag ich nicht. So irgendwie beim Niesen oder so, wenn da einer. So niest kein Mensch. Dann. Sowas nervt mich dann. Weil man kann doch auch einfach. So wie man normal niest halt. Der Reflex sein. Man muss da doch nicht mit den Stimmbändern noch nachhelfen. Ich glaube, das kriegt auch so jeder mit. Nee, ich möchte, dass mein Niesen noch im Nachbarstaat zu hören ist. Ich möchte, dass Polen weiß, wenn ich niese. Ja. Das ist sowas, da habe ich kein Verständnis für. Und es ist ja nicht nur beim Niesen. Es ist bei vielen, es ist auch beim Gähnen. Wenn da Leute kommen. So richtig 300 mal A's. Also 300 A's da reinhauen. Nee. Wozu? Ich verstehe den Sinn. Also wenn mir dahinter jemand den Sinn mal erklären könnte. Das fände ich echt super. Ja, reg ich mich jetzt ein bisschen über sowas auf. Da habe ich immerhin was zu reden. Das ist doch Schwachsinn. Niemand will hören, wie jemand anders gähnt. Oder liege ich da falsch? Naja, vielleicht liege ich auch. Vielleicht bin ich auch der Einzige, der nicht gerne gähnt. Nicht so gerne hört, wie jemand gähnt. So lautstark gähnt. Oder lautstark niest. Aber es gibt eh so Sachen, die verstehe ich, glaube ich, einfach nicht. Die kann ich nicht verstehen. Und die will ich auch gar nicht verstehen. Seien wir mal ehrlich, sowas will niemand. Also ist der Part gleich vorbei und hier, Brundildo ist immer noch nicht stark genug. Ich wollte sie eigentlich auf, ja, 32 mindestens. Mindestens. Wie viel braucht's denn? Oh ja, 200. Kommt, die machen wir, das eine Level machen wir den Part noch. Und dann könnt ihr euch ja entscheiden, soll ich den anderen anpassen, dann offscreen, oder hättet ihr gerne, dass ich das weiterhin onscreen mache? Und dann komme ich am Ende nach dem Offscreen-Training an und sag, tut mir leid, wir haben jetzt Albany im Team. Oder Chat, mir ist nämlich dummerweise, tja, wie soll ich das sagen? Brundildo abgekratzt. Nein. Dann passe ich da weiterhin auf. Also so ist ja nicht.
Mir kratzt kein Pokémon beim Training ab. Zumindest nicht jetzt. So, noch eins, dann haben wir das Level endlich. Ja, auch bei dir kriegen wir das Level ab. So, Sternschauer, und dann ist es... Ja, es hat uns umgetackelt, aber das macht uns überhaupt nichts, weil wir sind hier ein Gesteintyp-Pokémon. So, und Level 32. So, ich habe mir wieder viele Fragen gestellt, viel mit meinen... Was mich nervt, voll geredet. Ich habe euch... ich bitte euch, sagt mir, ob ich das Offscreen anpassen soll oder ob ich einfach mit dem Level, was es jetzt hat, in die Sylph-Co gehen soll. Entscheidet ihr. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir da eure Meinung dazu lasst. Eure Meinung dazu da lasst. Also dann, wir sehen uns. Euer Wolf.